Dann beginnen wir vielleicht mit diesem Problem, was ich überschreiben würde mit neue Medienökonomie und die Frage der Innovationszyklen durch die oder die Veränderung der Innovationszyklen durch die Digitalisierung. Frau Dentschler hat es gerade angerissen, als sie Ihnen erklärt hat, wie sie bei Pixelpark angefangen hat, dass es bei anspruchsvollen Seiten durchaus Minuten kostete, bis die Seite auch geladen war. Und wenn wir das als Maßstab nehmen, und Pixelpark war damals ein der führenden Unternehmen, die sich mit Digitalisierung, in den frühen Formen der Digitalisierung beschäftigt haben, wenn wir das als Maßstab nehmen, wird auch ganz klar, was damals Computer und Telekommunikation gewesen ist. Sie war zunächst ein Mittel, um die alten Industrien, so wie sie bestanden haben, und damit natürlich auch die Herstellung von Medienprodukten auf den verschiedensten Teilmärkten zu perfektionieren. Dieses frühe Internet war im Grunde genommen nichts Neues, sondern war im Grunde genommen eine Reproduktion dessen, was schon da war. Das heißt, dass weder der Computer noch die gesamte Telekommunikation oder IT-Technik zu diesem Zeitpunkt noch keine grundlegenden Wandlungen in der Wirtschaft und in den Medien im Speziellen hervorgerufen haben, sondern nur effizientere Gestaltung der überkommenen Produktionsstrukturen bewirkt haben. Dementsprechend waren die technischen und die anderen betrieblichen Abläufe und Innovationen weiterhin von unternehmerischen Einzelentscheidungen abhängig. Produkt- und Absatzkontrolle, auch das ist ganz wichtig, blieben zentrale Prämissen unternehmerischen Handelns. Zeitlich parallel zur Ausprägung dieser effektiveren Produktionsstrukturen verloren die sozialen Milieus, Sie alle kennen sie, die Early Adapter, die Konservativen und wie sie auch alle heißen, ihre bisherige Bindungskraft. Stattdessen gewann das selbstbestimmte Individuum für die Märkte an Relevanz. Die bisher milieubestimmte Konsistenz zum Medien- und Kaufverhalten begann sich also aufzulösen. In dem neuen Umfeld sind wesentlich stärker als in der Vergangenheit ein Nebeneinander unterschiedlicher, teilweise entgegengesetzter Konsumkulturen des Einzelnen zu beobachten gewesen. Das hübsche Beispiel, was ich auch schon im Seminar nannte, man konnte eben plötzlich mit Aldi mit Mercedes bei Aldi vorfahren oder mit dem Porsche. Das wäre in den 80er Jahren noch weitestgehend ein Unding gewesen. In Bezug auf die Medien und das Internet ist dieses Verhalten gegenwärtig bereits durchgängig zu beobachten. Das heißt, es ist eben nicht mehr die vorgeschriebene Struktur, nach der ich im Netz nach irgendetwas suche, sondern ich suche im Netz weitgehend selbstbestimmt. Der User entscheidet zunehmend freier von gesellschaftlichen Zwängen, welche Informations- und Kommunikationsangebote er wann, auf welcher Plattform, in welchem Umfang und wo zur Kenntnis nehmen will und kann. Er legt fest, welche Informationen ihn interessieren, welche er kommentieren oder selbst einstellen möchte. Damit entzieht der User dem Produzenten einen Teil seiner bisherigen umfassenden Produktions- und Absatzkontrolle. Ganz entscheidend, und die ersten, die das sehr stark zu spüren bekommen hat,
war, wie Sie wissen, die Musikwirtschaft, die immer noch meinte, auch um das Jahr 2000 herum, alle müssten die CD kaufen, um ein komplettes Angebot zu bekommen. Und die Ersten begannen damals schon über die verschiedensten Netze, sich die einzelnen Titel selbst herunterzuladen. Schauen wir uns den deutschen Medienmarkt an. So prosperierte der seit 1948 durchgängig und ein Rückgang der Akzeptanz der einzelnen Produkte war die Ausnahme. Wir hatten immer mal Flauten, so in den 60er Jahren im Hörfunk. Wir hatten eine Flaute am Ende der 90er Jahre in der Musikwirtschaft, auch schon vor der Digitalisierung, also in den Netzen. Wir hatten eine Flaute über viele Jahrzehnte im Film. Dennoch kann man davon ausgehen, dass die insgesamt, dass die Zeit, die die Konsumenten mit den Medien verbracht haben, seit 1948 bis zum Jahr 2000 und auch noch danach permanent angestiegen ist. Das Zweite, was wir beobachten können, wenn wir uns diesen Zeitraum anschauen, ist eine zunehmende Ausdifferenzierung der Märkte. Wir hatten in den 50er Jahren etwas über 200 Unterhaltungszeitschriften. Heute liegt die Zahl, je nachdem wie man misst, etwas über 1000 oder etwas unter 1000. Das heißt, das Gleiche gilt dann natürlich auch für die Fernsehprogramme. Sie haben in den 50er Jahren das Monopol von ARD, dann kommt das ZDF dazu und schließlich in den 80er und 90er Jahren das duale Rundfunksystem mit den privaten Anbietern. Das heißt, wenn wir die Zahlen uns anschauen, haben wir im Mediengebrauch bis zum Jahr 2000, auch kurz noch danach, keinerlei Substitutionseffekte. Das heißt, kein Medium, was neu auf den Markt kam, hat das andere ersetzt, sondern wir haben ein additives Verhältnis gehabt, was den Medienkonsum permanent verlängert hat. Was hat nun die Veränderung nach dem Jahr 2000 ausgelöst? Das heißt, als erstes sind hier zu nennen genuine, interne und zunehmende der Digitalisierung geschuldete Entwicklungsprozesse. Dazu zählt zum einen das Überangebot an Information, zum zweiten immer kleiner werdende Zielgruppen, zum dritten zunehmende Mobilität, viertens das Entstehen von neuen Netzwerken. Sie treffen, und das gilt bis heute, und wenn Sie sich gerade die Veränderung auf dem Zeitungsmarkt anschauen, wo man ganz deutlich sieht, wie experimentiert wird, Sie treffen auf vorhandene, nicht angemessene oder wir können auch sagen inadäquate wirtschaftliche Strukturen, die sich über Jahrzehnte herausgebildet haben. Infolgedessen, wir reden auch, wenn wir es betriebswirtschaftlich sehen, auch von sogenannten Pfaden, auf denen sich die Medien bewegen und in ihrer Kopplung als Werbeträger und als Inhalteanbieter im Grunde genommen nur noch oder nicht mehr flexibel genug reagieren können. Infolgedessen verliefen auf den Märkten der Informations- und Kommunikationsindustrie die Innovationszyklen und damit auch die Obsoleszenz bestehender Entwicklungen, einschließlich derer Geschäftsmodelle in schnellen Zyklen und in viel schnelleren Zyklen als in anderen Wirtschaftszweigen. Für alle Marktteilnehmer war mit der sprunghaften Verbreitung des Internets innerhalb kürzester Zeit der nächste Mitbewerber
oder Konkurrent, wie auch immer Sie das wollen, nur noch einen Mausklick entfernt, ganz egal, wo er sich zu diesem Zeitpunkt physisch befunden hat. Um konkurrenzfähig zu bleiben, mussten und müssen die auf dem Markt agierenden unter ständiger Beobachtung potenziell zerstörerische neue Technologien einführen, eigene Inhalte herausbringen und diese wiederum ihren eigenen Geschäftsmodellen anpassen. Das heißt, die bedürfen einer ständigen Überprüfung. Dieser zunächst auf die Medien beschränkte Prozess weitete sich in der Folgezeit auf immer mehr Wirtschaftszweige aus und die gesamtwirtschaftlichen Strukturen beginnen sich nach und nach, ich erinnere nur an diesen Begriff Revolution 4.0, beginnen sich an diese neuen Verhältnisse anzupassen. Erste grundlegende Veränderungen in den bestehenden wirtschaftlichen Strukturen wurden durch zwei entscheidende Entwicklungen ausgelöst. Zum einen durch die sozialen Netzwerke und zum anderen durch die Mobilität. Was ist das Besondere an diesen sozialen Netzwerken? Sie sind selbst ausgestaltete Räume, die auf die öffentliche Meinungsbildung zurückwirken. Sie sind Formen des Austausches, der Kommunikation. Und in einer Welt, in der die Zielgruppe eben kleiner sind und in denen wir gesagt haben, dass die Milieus zunehmend verschwinden oder verschwunden sind, bedeutet natürlich auch, dass die klassischen Wertvorstellungen, die mit diesen jeweiligen Milieus verbunden sind oder verbunden gewesen sind, zunehmend schwinden. Das heißt, über diese sozialen Netzwerke funktioniert eben auch die Bestimmung des einzelnen Individuums innerhalb der Gruppe, in der er sich bewegt, mit seinen eigenen Wertvorstellungen, mit seinen eigenen Ansprüchen und so weiter und so weiter. Das heißt, auch hier hat sozusagen die One-to-Many-Kommunikation, wie sie immer so schön symbolisiert wird, etwa durch den Pastor auf der Kanzel, durch die Zeitung oder die klassischen Medien insgesamt, hat hier ihre Bedeutung eben verloren. Infolge dieser tiefgreifenden Prozesse werden Medien und darüber hinaus die gesamte Wirtschaft in der kommenden Zeit einen Strukturwandel durchlaufen, der eben, ich nannte schon den Begriff Revolution 4.0 oder Wirtschaft 4.0 oder wie auch immer Sie das bezeichnen wollen, eben geprägt ist. Das heißt, wenn wir uns das anschauen, 4.0, was bedeutet das? Das bedeutet auf der ersten Linie die frühe industrielle Revolution in den 30er Jahren, Beginn des 19. Jahrhunderts. Das zweite ist dann die große elektrische Revolution am Ende des 19. Jahrhunderts. Das vierte ist dann die Chemisierung und schließlich eben jetzt die aktuelle Situation, die wir haben. Und was bedeutet das? Das bedeutet eben auch, um es jetzt auf die Industrie umzulegen, dass wir eben zunehmend mit Ein-Stück-Produktion rechnen müssen. Das heißt, jedes Produkt oder sehr viele Produkte, die bisher in Massen produziert wurden, werden jetzt in kleinen Stückzahlen oder nur noch einzeln hergestellt. Und jede Revolution, auch das ist Ihnen bekannt aus der Geschichte, auch wenn sie industriell ist und nicht durch irgendwelche Aufstände beursacht wird, führt zu einem gesellschaftlichen Wandel und damit zwangsläufig zu einem Ordnungsverlust in Bezug auf die Vergangenheit oder auf die vergangenen Wertvorstellungen. Damit eben auch zur Destabilisierung des Bestehenden oder
um es mit Habermas auszudrücken, all das ist nichts anderes als die Dialektik der Moderne. Diese Gründe für diese Veränderung liegen zum einen, ich hatte es schon angedeutet, mit dem Überfluss an Information in den gesättigten Märkten. Dieser seit den 80er, 90er Jahren erkennbare Sättigungsprozess hält bis in die Gegenwart an und bezieht sich auf immer mehr Marktsegmente. Das bedeutet, heute kann eine große Vielfalt von Produkten von fast jedermann in entsprechenden Preisen erworben werden. Infolgedessen wandeln sich die Märkte von Push- zu Pull-Märkten. Und das bedeutet natürlich auch wieder, dass die Markenkommunikation sich deutlich verändert. Aber eben auch die Medien, die plötzlich eben mit einer Vielzahl konkurrierender Inhalteanbieter auf dem Markt konfrontiert werden. Es sind nicht mehr wie bisher darauf angewiesen, wo und in welcher Form etwas angeboten wird, sondern der User entscheidet, wann, wo und in welcher Form er die entscheidenden Produkte konsumieren will. Die klassischen Formen von Bündelung, ob nun in TV-Programmen, auf der CD, in der Zeitung oder wo auch immer, werden abgelöst durch den Zugriff auf die einzelne Nachricht, durch den Zugriff auf den einzelnen Song, durch den Zugriff auf die einzelne Sendung, die einzelne Nachricht und so weiter. Der Einzelne entscheidet, wie tief er in die Nachricht einsteigen will. Er kann Hintergrundinformationen abrufen oder angebotene Themen ignorieren. Die Konsequenz ist eine bisher unbekannte Form oder Ausweitung von Differenzierung des Publikumsinteresses und damit das Ende sozusagen der klassischen Form eben auch der Bündelung von Aufmerksamkeit. Etwa durch Stars, durch Bestseller, gehen wir in die Vergangenheit zurück, durch Sonderblätter, aber auch durch Nachrichtensendungen, Charts und so weiter und so weiter. Und das ist wiederum gleichbedeutend mit einer deutlichen Reduzierung der gesellschaftsübergreifenden Themen. Galt früher das, was in der Tagesschau gemeldet wurde, als das, worüber man sich, wenn man sich über Politik unterhielt, als die Vorgabe schlechthin, ist das längst Vergangenheit. Die Macht der Kunden wird aber auch gestärkt, nicht nur durch die Auswahl, sondern eben auch, wie gesagt, durch die sozialen Netzwerke. Es gibt heute keine Nachricht und kaum noch ein Produkt, in dem sich nicht in irgendeiner Weise in den sozialen Netzwerken irgendwelche Kommentare oder Hinweise finden lassen. Blogs, Like-Buttons und andere Formen von Bewertung gehören zu unserem Alltag. Und weil sie den Erfahrungshintergrund des Einzelnen eben auch vermitteln und nicht nur durch Pull-Kommunikation produziert werden, haben sie zum Teil auch eine wichtigere Bedeutung als die klassische, oder können sie haben, als die klassische Werbung. Andererseits, und das wissen Sie auch, ist natürlich auch gegenüber diesen Formen Vorsicht geboten, denn nicht selten, das kennt jeder, der bei Facebook mal gewesen ist oder in anderen sozialen Netzwerken, gilt natürlich auch, dass, oder dient das Netzwerk eben auch der eigenen Selbstdarstellung. Das heißt, Digitalisierung ist also mit einer partiellen Umkehrung des bisherigen Kommunikationsmodells verbunden. Nach wie vor treten zwar die klassischen Medien,
die Marken, die Werbewirtschaft als Themenspender auf, aber ihre Inhalte werden kritischer hinterfragt, konkurrieren mit einer Vielzahl anderer Informationen und werden für den User eben oft nur noch danach gemessen, welchen Nutzen er von den jeweiligen inhaltlichen Angeboten hat. Und diese Tatsache hat natürlich zwangsläufig Folgen für die Themen selbst. Politik und Wirtschaft sehen sich vermehrt mit Forderungen nach Offenheit, Transparenz konfrontiert. Zugleich muss sich die Produktpalette der Unternehmen zunehmend den spezifischen Wünschen ihrer Kunden anpassen. Anders ausgedrückt, ich hatte es schon mal genannt, das Massenprodukt und die Massengüter verlieren an Gewicht zugunsten einer stärker am Kunden orientierten Nachfrage. Das bedeutet nicht nur die Frage nach der Ein-Stück-Produktion. Das geht sehr viel weiter. Wenn Sie sich die klassischen Medien anschauen, so haben wir vor allen Dingen hier immer sozusagen einen Ausgleich gehabt, aber auch in anderen Wirtschaftszweigen, zwischen sehr erfolgreichen Produkten und weniger erfolgreichen Produkten. Ich erinnere Sie an solche klassischen Modelle, wie wir sie etwa in Hollywood auch in der Gegenwart noch haben. Man legt 10 Filme auf, davon floppen 5 bis 6 mindestens. 2 können sich gerade so refinanzieren und der Rest wird durch die übrig gebliebenen Filme refinanziert. Das gleiche Modell galt eben auch in der Musikwirtschaft. Man hat 20 Stars oder mögliche potenzielle Stars gefördert. Einer hat es gemacht, das Rennen, und der hat dann die Ausgaben für die anderen, die das Unternehmen hatte, mitgedeckt. Diese Form der Finanzierung neigt sich dem Ende entgegen. Oder wie Sie es an der Musikindustrie beobachten können, ist sie schon beendet oder weitgehend beendet. Das heißt, diese Art der neuen Finanzierung hat natürlich auch permanente Rückwirkung auf die Frage des Erzeugens. Sehen Sie sich in der Musikindustrie an, die klassischen Labels verlieren an Bedeutung. Und wir haben eine Vielzahl von kleinen Labels, die zunehmend auf den Markt gekommen sind und die teilweise sich kaum noch selbst refinanzieren können, aber eben nicht mehr sozusagen unter dem großen Label zu finden sind. Zweitens wuchs mit dem zur Verfügung stehenden Angebot nicht nur die Informationstiefe, sondern auch die Informationsbreite. Das heißt, die Vielgestaltigkeit der Kommunikationskanäle und der Kommunikationsangebote macht es für den Anbieter sehr viel schwieriger, mit den eigenen Angeboten die notwendige Aufmerksamkeit bei der jeweiligen Zielgruppe zu finden. Diese Tatsache hat, wen wundert es, erhebliche Rückwirkung auf die Markenkommunikation als die wichtigste Möglichkeit oder eine der wichtigsten Möglichkeiten der Produktorientierung. Drittens sinken die Lagerkosten für die Produkte, weil sie auf Abruf bestellt werden. Sie holen heute ihre Möbel nicht mehr im Lager ab, sondern sie sagen genau, wie groß die Möbel sein sollen und dann kriegen sie 6 Wochen entsprechend nach Hause geliefert. Sie können sagen, ob Sie ein Auto mit Heizung, also mit Sitzheizung, ohne Sitzheizung, mit welcher Farbe und so weiter und so weiter Sie haben wollen. All das, wenn Sie sich an die 50er oder auch 70er noch Jahre erinnern, wo man sozusagen den Wagen vom Band kaufte. Das wissen Sie ja noch ganz klar. Aber von Ihren Eltern natürlich kennen die Storys. Das gehört längst der Vergangenheit.
Und natürlich sinken die Lagerkosten auch durch dieses Phänomen, was wir alle kennen, das Longtail, nämlich dass Produkte an unterschiedlichen Stellen gelagert werden können. Und natürlich auch über einen längeren Zeitraum verfügbar sind. Das heißt, die neuen Produkte konkurrieren eben anders als vorher, wo man dann die Regale leergeräumt hat, bei Sommer- oder Winterschlussverkauf war, zunehmend mit den neuen Produkten. Die sprunghafte Zunahme der Informationsbreite ergänzt also das tief gestaffelte inhaltliche Angebot. Diese Entwicklung ist nur ansatzweise zu quantifizieren und ihr Ende gegenwärtig nicht absehbar. Mit der sprunghaften Zunahme der Ausspielwege sowie der generellen Vermehrung der Inhalte und deren jeweils medienspezifischen Aufbereitung änderten sich zwangsläufig die Innovationszyklen in den Unternehmen. Üblicherweise war es in den industriellen Revolution vorher üblich, dass Maschinen auf Verschleiß gefahren wurden. Wenn der Verschleiß eine bestimmte Stufe erreicht hatte, der sich relativ leicht berechnen ließ, wurden die ineffektiven Maschinen durch neue ersetzt. Heute ist es eben nicht mehr so, sondern in den sich stärker ausdifferenzierenden und wandelnden Kundenbedürfnissen wird die Maschine eben danach bemessen, wie weit sie diese befriedigen kann. Das heißt, der Verschleiß ist eine Kategorie, aber es kommen eben sehr, sehr viele andere, auch neue Kategorien wieder hinzu. Und das führt eben dazu, und wir hatten es in den Vorbemerkungen ja schon angedeutet, dass Innovation eine bisher unbekannte Geschwindigkeit erreichten. Überlegen Sie, fragen Sie mal Ihre Eltern, wie lange Sie früher Ihr Telefon gehabt haben, und überlegen Sie mal, wie lange Sie heute Ihr Handy, Ihr eigen nennen. Sie wird verstärkt, natürlich nochmal, durch den Wettbewerb zwischen den Unternehmen. Die Etablierung erfolgreicher Inhalte und Geschäftsmodelle finden in der kürzester Zeit ihre Nachahmer. Der aktuelle Kampf zwischen den mobilen Geräteanbietern im Augenblick verdeutlicht, glaube ich, im Besonderen diesen Aspekt. Im Zuge der Ausbildung beschleunigter Innovationszyklen und neuer Netzwerke wandelt sich natürlich auch das Verhältnis von Kreativität. Der Begriff stand in der Vergangenheit vielfach für den originären Akt, der mehr oder weniger aus dem Nichts etwas schuf. Unter den Bedingungen der Digitalisierung zählt zur Kreativität, wie schon früher in Teilen der Kunst, auch das Zitieren, das Sampling, die Weiterverarbeitung vorgefundener Materialien und nicht zuletzt auch deren Verfremdung. Die technisch bedingte einfachere Handhabung des digitalisierten Materials bedingt, dass im Unterschied zu früher wesentlich größere Gruppen an Interessenten sich dieses Material aneignen und in ihrem eigenen Sinne kreativ nutzen. Und die Folgen sind allgegenwärtig. Die Zahl der One-Hit-Wonder steigt und die Zahl jener, die kreative Inhalte erzeugen oder sich mit vorgegebenen auseinandersetzen, wächst permanent. Schließlich ist auch hier die Zahl der angebotenen Produkte kaum noch überschaubar geworden. Die Globalisierung des Gesamtprozesses erschließt sich darüber hinaus ständig neue Märkte und Inhalte, die bisher für die Konsumtion des Einzelnen aus politischen, wirtschaftlichen oder anderen Interessen verschlossen waren. Wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass plötzlich mal ein
Sänger mit einem tollen Hüftsprung aus Südkorea mehr als 1 Milliarde Klicks auf seinem YouTube-Video bekam. Damals wusste man gerade, wo Südkorea liegt, mehr aber gab es eben. Das Beispiel eines sich veränderten Verständnisses von Kreativität verdeutlicht, dass es für digitale Produkte schwieriger wird, in objektivierbaren Verhältnissen zwischen Produktionskosten und Preis zu benennen. Aus der mangelnden Kongruenz zwischen Herstellungs- und Produktionskosten ergibt sich, dass die spezifischen Kosten für den Produktionsfaktor Mensch im Medien- und Kreativbereich immer weniger der tradierten Wirtschaft entspricht, beziehungsweise in deren objektivierbaren Rahmenbedingungen einzupassen ist. Und damit stehen wir aus meiner Sicht zumindest vor, im Rahmen von Medienwirtschaft, vor 5 Herausforderungen. Die überkommene Medienordnung wird schrittweise durch eine neue ersetzt. Damit einhergeht eine weitere Diversifizierung der nachgefragten Inhalte. Und diese Inhalte müssen in irgendeiner Weise auch finanziert werden. Die Kommunikation, das ist der zweite Punkt, wird sich inhaltlich zunehmend stärker an den Bedürfnissen von Zielgruppen orientieren. Übergreifende Themen treten dagegen in den Hintergrund. Drittens, die Kontrolle und der Absatz von Produkten kann nicht mehr mit den bisherigen Standards aufrechterhalten werden. Das, was wir in der Musik oder in anderen Bereichen haben, wird sich zunehmend auch auf andere Bereiche ausdehnen. Viertens, die Digitalisierung in den Medien und das Vordringen des Internets als Querschnitts- und Kommunikationstechnologie in immer weitere Produktionszweige führt dazu, dass die Produkte und damit auch die Innovationszyklen wesentlich stärker als bisher durch die Nachfrage stimuliert werden. Und fünftens, und das betrifft vor allen Dingen auch die Theoretiker unter Ihnen, die BWLer insbesondere, die klassischen Produktionsfaktoren der Betriebswirtschaftslehre wie Arbeit, Kapital und Boden, meinetwegen auch noch Wissen dazu, die über 200 Jahre als die wichtigsten Bewertungskriterien für Unternehmen galten, verlieren ihre ehemalige Bedeutung und sind durch neue zu ersetzen. Ich danke Ihnen.